Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Draw Fortress. Jo. Wir haben im letzten Part ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen ausgeschwiefen. Wir waren jetzt nicht unbedingt der Situation sachlich ergeben, die jetzt gerade uns so vor die Nase schwebt. Gut, wir haben aber auch ein allgemeines Problem der Tatsache, dass wir etwas zu fertig bringen müssen. Gut. Mhm. Der Major hat mal wieder gesagt, er will was. Max Plines. Das können wir auch machen. Und es scheint auch tatsächlich, dass die Quiefer fertig gemacht sind. Dann Wooden Splines. Spear? Belt? Hm? Okay. Dann nur Splines. 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 Da haben wir es ja. Construct. Warum hat das vorher nicht funktioniert? Keine Ahnung. Okay, 4 Stück, weil 4 ist eine gute Zahl. Dann lassen wir das Ganze auch mal laufen. Ne? Okay, ist hier irgendwie schon mal etwas passiert? Haben wir da irgendwas Sand oder sowas? Nee. Können wir eigentlich Clear Glass machen? Make wrong Clear Glass. Hm, why not? Probieren wir es mal. Schauen wir mal, was da fehlt. Weil wir wollen ja Clear Glass haben. Denn unser lieber Terra Games, der mag ja Clear Glass. Der findet das super, der findet das geil. Darum bauen wir ihm das auch ganz mal schön, weil, ja, wir wollen es halt. Wir wollen glückliche Zwerge und den ganzen Kram. Gut, etwas, was wir auch noch machen können, ist hier unseren... Unser, einer der besten, Koche. Ja, ich weiß, ich weiß. Kulz, war das, nee, du warst Gärtner, du hast nicht Gärtner, wo haben wir denn? Wo steht er denn? Wo ist er denn? Ich bin jetzt gerade etwas verwirrt. Drachenherz, wo bist du? Ich sehe dich nicht. Kulz, war das Kulz Drachenherz? Ich komme da immer wieder durcheinander, weil es steht zwar Kulz da... Moment, lass mal kurz gucken. Customize. Gründom. Nee, Gründom. Es ist Gründom. Wo ist Drangherz? Terra Games? Bigus? Kulze? Wo ist Drachenherz? Seht ihr ihn? Wenn ja, bitte laut schreien. Ich sehe ihn gerade nicht. Ich bin gerade etwas blind. Henry, Kevada, Little Sis, Jojo, Doc, Tumlu, Sidi, Kulze, da haben wir ja Drachenherz. Ich sehe ihn jetzt. Mhm. Bin gerade ein bisschen blind gewesen, tut mir leid. Okay, Grandmaster Cook. Gut, da haben wir ihn. Jetzt habe ich schon wieder vergessen über den, was ich eigentlich machen wollte. Genau, ich wollte seine Wohnung machen. Ich wollte bloß kurz gucken, was er tut. Genau. Okay. Betten. Drachenherz mag ja Billion, ne? Das heißt, wir können mal gucken, haben wir Billion Materialien da? Kabinett? Haben wir erst aus Billion? Neu. Mhm. Gut, dann müssen wir jetzt mal ein paar Sachen in Auftrag geben. Habe ich das schon in Auftrag gegeben? Make Electrum Bars. Electrum, mhm. Billion, mhm. Gold. Okay. Billion. Kabinett. Nummer 2. Dann einen neuen Billion. Was machen wir noch? Was braucht er noch? Was braucht er noch? Table. Nee. Nee, 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 doch noch nicht. Oder? Nehmen wir erstmal Statue. Hier. Haben wir auch 2. Was können wir denn dir in deine Wohnung reinstellen? Das dürfte dir auch gefallen. Soweit ich mich entsinne, ist ja auch die Destille hier aus Billion. Ja, ist sie. Sehr schön. Mal sehen, ob ihm das gefällt. Gucken wir das mal. War er fröhlich, dass er in der Nähe von einem Billion-Geschichte arbeiten hat? Oder war der noch gar nicht unten? Können wir auch mal gucken. Und zwar...
Er wird höchstwahrscheinlich satisfied oder euphorisch sein. He feels satisfied at work. He feels gloom after getting into an argument. He doesn't know anything to see. Palachdai. He feels satisfied at work. He feels satisfied after producing a masterwork. He feels euphoric due to the inhibition. Pleasured near by a fine door. He was delighted after sleeping in a bedroom. Like a personal place. He didn't feel anything after seeing a reindeer cow die. He feels satisfied at work. He feels sympathy after giving somebody water. He was disgusted after reaching in on a miasma. Ja, also er scheint nicht irgendwie damit konfrontiert worden zu sein, dass sein Arbeitsplatz aus seinem Lieblingsmaterial besteht. Mal sehen. Gut, jetzt kommen langsam die Zwerge mit dem entsprechenden Material, um halt eben diesen kleinen Raum hier, den sie ja nun ihr eigen Wissen betreten können. Jetzt sind auch die ganzen Coffins hier, da machen wir mal B, war Pets war erlaubt, das heißt P muss weg, genau, so. Gucken, ob wir noch ein paar unterbringen können, die sonst irgendwie nur geistig in der Gegend herumspuken und sagen, ey! Just the fuck up! Okay, dann hier. Engrave Memorial Slab. Genau, hier gab es ja noch welche. Gab es drei Leute, die wir... Also wir können Speer nicht besonders gut erreichen. Ist aber gut, das war jetzt der falsche. Hier, das Speer. Gut, dann kriegen wir jetzt... Zwei hat einfach Memorial Slab, dann ist es halt nicht schlimm. Wenn einer doppelt hat, dann wird er doppelt erinnert. Hm. Ist für ihn auch gut. So. Etwas, was wir noch machen können, ist langsam hier mal das Trading Depot hier unten setzen. So. Aus was machen wir das für ein Material? Da müssen wir uns jetzt was überlegen. Wir könnten es aus Kupfer machen oder aus... Na, Platin reicht nicht. Wäre zwar geil, wenn es aus Platin wäre, aber... Reicht halt nicht. Charcoal. Brass, Zinnobar, Quarzit, Mikrokrein. Steel und Iron, Pick Iron ist viel zu teuer. Können wir nicht machen. Elektrum. Elektrum ist nicht billig, weil da ist Gold und Silber mit bei. Wie wäre es, wenn wir das machen? Genau, wir machen es aus Elektrum. Hat was. Hat was. So. Dann, wie ist das hier eigentlich mit... Ja, Smoothen ist alles noch viel zu tun. Es ist noch so viel Arbeit. Und es ist so langsam. Naja. Gut. Kevada mag ja Silver... Und wir haben ja seine Wohnung, er mag ja Horn Silver. Das ist ein kleiner Unterschied, soweit ich mich entsann. Kontrollieren wir das Ganze nochmal. Ich vertraue meiner selbst nicht wirklich. Hier ist ein Focus, bla bla. Strong. Okay, hier. He likes Silver. Okay, Silver an sich blank. Okay, das ist in Ordnung. Coral. The color black. Spears, Helms, Earrings. Also... Kevada mag bling bling. Und Hamster. Okay. Dann gucken wir mal, ob dein Silver Chair da ist. Nein. Aber ein Table. Auch noch nicht. Wie sieht's Management aus? Ist das schon mal irgendwie Silver Table? Let's start with. Alles noch nicht gemacht, weil noch viel anderes zu tun ist. Wir brauchen mehr Zwerge, die gut sind in dem, was sie tun. Und die viel tun. Das ist so ein Ding. Arbeit und so, ne? Wir könnten hier unten noch eine Wohnung reinbauen. So, so ein paar Wohnungen, um genau zu sein. We could do that. Pretty easily as well.
Klamotten werden ja auch immer mehr gemacht. Man sieht halt einfach wieder Sachen in der Gegend herumflacken, wo kein Schwanz aufräumt. Wie sieht's hier oben eigentlich mit den Privatwohnungen aus? Davon sind zwar einige gesmoothed, aber noch keines davon engraved. Wir brauchen mehr Engraver. Was machen eigentlich die ganzen Engraver die ganze Zeit? Sleeping, Drinking, Detailing Floor. Okay, die machen nicht wirklich Arbeit. Viele machen gerade Pause. Wie sieht's mit der Arena eigentlich aus? Das sieht soweit schon ganz gut aus, aber jetzt muss ich erstmal ein paar Sachen entfernen. Wo war das nochmal? Remove Construction N war das. So. Ich mache das jetzt gar nicht über diese Prioritätenreihenfolge, weil ich habe halt die Erfahrung, dass es in der Regel nicht gut funktioniert. Und ich da überhaupt keine Lust damit habe zu experimentieren. So. So, und hier unten ist es nicht ein Problem. Gut. Hier unten geht es ja eine Reihe runter. Genau, das müssen wir dann auch noch schließen später. Und die Zugänge an der Seite. Genau, da gab es ja hier auch noch welche. Hier machen wir mal so einen 3x3 Zugang. Machen wir ein bisschen breiter. So. Und hier. Ist das symmetrisch? Jo. Gut. Dann machen wir das hier auf. Dann, was brauchen wir noch für die Arena? Ja, wir müssen auf jeden Fall noch eine Möglichkeit hier oben haben, um das Zeug runterzuschmeißen. Genau. Da könnten wir hier schon mal die Animal Stockpiles machen. Ich weiß, dass da was übersteht. So. So. Animals. Ja gut, da kann alles drauf. Das ist mir relativ wurscht. So viel haben wir nicht. Hier oben können wir dann das Animal Stockpile entfernen. Wobei, da ist bloß eine Ziege. Nee, das sind bloß die Cages. My cloth hut. Need on rotten plants. Okay, das ist, die sind jetzt die Stoffe ausgegangen. Was? Ach, das ist Silk und so weiter. Die brauchen Cloth. Brauchen Cloth gedünnt. Und warum? Wir haben doch Fred. Warum spinnt da keiner was zusammen? Ja, hier, schau her. Jan und Fred into Cloth. Da ist doch einer am Bergeln. Hör auf Zeiten, tut doch was endlich. Ihr braucht zu lange. Heresie und den ganzen Kram. Das ist ein Cave Weed. Genau, da muss ich jetzt auch noch gucken, was wir machen. Das hier ist auch Cave Weed. Wo haben wir denn Pigtails? Hier. Das Feld können wir abreißen. Bei Pigtails haben wir, glaube ich, unten schon. Remove Building, genau hier. Wobei, wir könnten eigentlich die Cave-Feed-Sachen auch abreißen, weil da ist ja momentan nichts gepflanzt. So. BP. Farming Pot. Na, komm schon. So. Machen wir das so hin. Wobei, die sind beide nicht wirklich oft voll. Das heißt, also wir machen jetzt mal halb. Ist das halb? Kann ich gar nicht sagen. Jetzt schaut es nach halb aus. Ah, 2 zu viel. Na, komm schon. So. Ja, da ist Hälfte mit einem dazwischen. Gut. Gut, passt. Dann haben wir wieder neue Felder. Also für Cave Feed machen wir gar nicht, wie wir hier theoretisch produzieren würden. Wir könnten eigentlich auch die Plump Helmets da eigentlich rausschmeißen, damit die gleich nach unten platziert werden. Genau. Haben wir jetzt ein bisschen Saat verloren, aber relativ.
Gucken wir mal in die Kitchen. Wir haben 66 Cave Feet, einen Haufen Pigtails und einen Haufen Plump Helmets. Seeds haben wir einen Haufen Pigtails, einen Haufen Plump. Na gut, einen Haufen Plump Helmets. Aber wir haben einen Haufen Plump Helmets. Fangen wir damit an. Was macht die Distille? Brew from Plant. Gut, dann können wir hier aber auch mal die Nahrungsmittel-Geschichten mal aufsetzen. Und hier kommen die Fässer hin. Genau. Moment. Disable. Furniture war das, glaube ich, mit drin. Enable. Type. Forbid all. Bis auf Large Pots and Barrels. Genau, aus eben Material darf das sein. Hier Food Block all. Hier kommt als erstes Pflanzengedöns hin, weil das wird häufiger gebraucht. In Permit. Seeds nicht. Fruits and Leaves, Milk Plants ist in Ordnung. Paste. Precious Material, Flax Seeds, Kay, okay, das ist auch noch in Ordnung. Oil von Plant Animal ist eher weniger. Lime, Milk of Lime. Okay, nee, das brauchen wir nicht. Hier kommen wir dann die ganzen Fleischsachen dazu. Permit, Fish, Unprepared Fish, Eggs, Drinks nicht, Cheese. Front. Dann Seeds, Fruit, Leaves, Milk Plant, Bone Meal, Fat. Gibt's gar nicht Bone Meal. Paste hatten wir schon. Animal und Liquids. Dann gehen wir mal nach oben. Gucken uns mal das Food Stockpile hier an. Moment, wie war das nochmal? Genau, hier. Plants and Pastes. Und hier waren die ganzen Fleischsachen. Nachdem wir das hier aber alles nach unten transportieren, bis auf die Fishery, muss ich nach unten schleppen, könnten wir das hier entfernen. PX. Genau. Warte, das ist noch eine Fishery, Butcher Shop und ein Tanner. Okay. Butcher Shop und Tanner. Ist das ein Butcher? Ne, das ist ein Kitchen. Fishery. Ein Butcher brauchen wir noch. Da, hier. Ah, Moment, das wird alles aus Billing gemacht. Stopp, Hammer Time. BW. Butcher war B, glaube ich, wenn ich mich nicht recht entsinne. Stimmt das, was ich da. Nee, U. Butcher. Dann, wo war Billion? Da, hier Billion Bars. Tanner haben wir jetzt hier auf Anhieb. Niet. Ist aber in Ordnung. Was war hier für eine Saat drauf? Sweet Pots. Pigtails. Genau, hier kommen Pigtails hin. So. Dann ist das hier soweit auch geregelt. Können wir mal nach oben gehen. Die Fisheries auf jeden Fall schon mal abreißen. Die brauchen wir hier nicht mehr. Genauso wie den Butcher, den Tanner lassen wir jetzt erstmal, weil wir noch keinen Ersatz dafür haben. Das hier ist auch ist in Ordnung, wird removed. Dann kommt das hier auch weg. Hier ist noch alles unter Wasser. So. Solange das hier oben noch die Meeting Area ist, wird da noch nicht viel an der Position hier geändert. So. Dann haben wir das jetzt auch schon mal in Auftrag gegeben, dass das nach unten geschleppt wird. Wie sieht es mit unseren Managereigeschichten aus? Ja, es geht langsam voran. Soldaten werden auch langsam ausgerüstet mit Stuff, was sie gebrauchen können. Hier machen wir noch einen Bar-Geschichte hin für die fertigen. Nein, stopp. Time. Nein! Für die fertigen Bars. Für die Wedding Blocks, so muss man eher sagen. So, und zack. Kann nicht hin, kann auch nicht hin, das nicht hin, das nicht hin. Nur Metal Bars. Nur Metal ist hier erlaubt. Ah, schön.
hier haben sie mit der Fortification und den ganzen Smoothing ja noch gar nicht angefangen. Die sind alle viel zu langsam für meinen Geschmack. Gut, hier kann Drachenherz ja schlafen. Das ist ja jetzt seine neue Wohnung. Mhm. Dragonheart. Drachenherz, genau. Dann schauen wir mal nach seiner jetzigen Wohnung von dem lieben Drachi. Wo haben wir sie denn? Genau, hier Drachenherz. Das kann weg. Genauso wie das hier und das hier. Es ist alles nicht mehr deine Wohnung, um die es dich scheren muss. Kriegst eine neue. Mhm. Neue, schönere, bessere aus deinem Lieblingsmaterial. So. Kannst du gleich umsiedeln. So. Gut, gut, gut. Wie sieht es eigentlich unten mit den 0815 Wohnungen aus? Ist immer noch Nasebohr. Warum sind so wenige damit eigentlich beschäftigt zu engraven? Wir machen alle so viel Store-Item Stockpile. Was, das ändere ich jetzt in Draft Therapist. Genau das war es wahrscheinlich, was ich machen wollte. Gut, auf jeden Fall, wir sehen uns im nächsten Part, wenn es heißt Let's Play Draft Fortress. Das hat euch gefallen und wir sehen uns dort. Fertig gut.